Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher Teil 1. So, Geistlicher, ich habe das Wohlwollen alle drei bekommen. Schnell. Odos und Harrens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mykol habe ich die Ghule in die Gruft beseitigt. Odos und Harrens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mykol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Adieu. Okay. Da geht's auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Frisches Fleisch. Was kann ich dir denn Schönes verkaufen? Du kaufst nur hier die Äpfel, die mich in Vitalität geben. Schade. Und ein paar Blaubeeren. Dann habe ich nichts für dich. Es ist kein Zuckerschlecken, wenn man älter wird. War ich da nicht gerade bei Danny Swords? Aber sehr wahrscheinlich hat jetzt auch die Hexe Abigail den Trank fertig, den wir brauchen. Also schauen wir mal bei ihr vorbei und wir sollten vielleicht auch nochmal in die Taverne. Können wir nicht vielleicht noch ein paar von den Schädeln und so verkaufen? Ich muss ausruhen. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Und wir müssen das ewige Feuer nähern. Lasst euch nicht töten! Was? Nein, habe ich nicht vor. Ich gebe mein Bestes. Was sollte ich tun? Ach, schön hier mit den ganzen Tieren und so. So viele Personen, die hier rumrennen, das fällt mir alles sehr gut. Ich weiß nicht, ob bei der Originalversion auch so viele waren. Das ist halt schon einige Jährchen her. Das ist doch wieder ein Händler. Was hast du für Zeug? Oder was kaufst du besser gesagt auf? Kennen wir. Vielleicht. Das höre ich. Schade, ich hatte nicht genug. Damals war ich. Mein Geschäft blüht. Also. Ich könnte. Hier sind 100 Uhr. Okay, da habe ich wohl irgendwas weggeklickt, was wichtig war. Der hat mir 100 Ohren geschuldet. 3, 4, Zähne wie ein Tier. 5 und 8, wie in der Nacht. Ich dachte eigentlich, ich kann Handel mit dem treiben, das wäre einer von diesen reisenden Händlern, aber dem war wohl nicht so. Treffen. Genau wie ich. Kräuterhändler aus Vizima. Hallihallöchen. Zeig mir mal deine Waren. Haben wir bereits gelesen. Das kennen wir noch nicht. Unterirdische Pflanzen. Her damit. Kaufen wir. Und wir könnten nur Kräuter an ihm verkaufen. Schade, dass er die Bücher nicht aufkauft. Das geht aber später, dass wir die verkaufen können. Komischerweise können wir es nicht hier in diesem Vorort. Darum würde ich die schon ganz gerne mitnehmen. Ich hoffe, dass das alles platztechnisch so funktionieren wird. So, wo ist das neue Buch? Ach du, ich hätte es nicht assoziieren sollen. Aha, das kennen wir noch nicht. Können wieder ein paar mehr Pflanzen dann aufsammeln. Stein. Antiquar.
Oh, und den kann ich Bücher verkaufen. Sehr schön. Also geht das doch schon. Okay, den kennen wir noch nicht, dann kaufen wir das mal. Kennen wir auch noch nicht. Inventar ist voll. Na super. Lesen wir das mal. Kriegen wir schon mal ein paar Einträge. Lesen wir das auch mal. Gegenstand verkaufen, ja. Verkaufen, ja. So, verkaufen den ganzen Prüll. Haben das ja alles schon gelesen. Ich weiß nicht, ob dieser Händler neu ist. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich das nicht verkaufen konnte in der alten Version. Oder ich habe ihn einfach nicht gefunden früher. Das kann natürlich auch sein. Okay, das kennen wir noch nicht. Kennen wir auch noch nicht. Das haben wir schon gelesen. Das kennen wir noch nicht. Märchen. Sphärenkonjunktion. Hat mich natürlich jetzt gut Geld gekostet, aber wichtig, dass wir diese Einträge haben, um das, das Wissen dazu zu haben, das ist einfach wichtiger. Aber für was großartig anderes werden wir eigentlich kein Geld ausgeben. Naja, und wir haben noch fast 300 Geld, das ist doch ganz okay. Wir können diese Schriftrolle kaufen noch. 200 können wir eine Bombe herstellen, König und Königin. Naja, das brauchen wir nicht. So, sehr schön. Wie heißt der? Antiquar, okay. Interessant. Okay, wieso habe ich jetzt diesen Tunnelblick hier drin? Klan Leuwarden. Und Leuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Ja, abgemacht, aber hallo. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Bleibt stehen! Ich poliere euch die Schnauze. Da werden wir nachher mal hingehen. Hier können wir Boxkampf machen. Shani, die wird wohl keine Aufträge für mich haben. Reisender. Was ist das? Ein Bade. Hallihallo. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar. Schwert auf dem Rücken, wie aus den Balladen. Was für ein Zufall, richtig geraten, diese Balladen handeln von mir. Richtig geraten. So ein Unsinn. Jeder weiß, dass Geralt eine Zauberin heiratete. Sie leben irgendwo glücklich auf einer Insel. Mhm. Und woher weiß das jeder? Meister Rittersporn, der größte aller Barden, singt diese Balladen seit Jahren. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Ja, mach mal. Ich hätte nichts dagegen, was zu hören.
Kunst ist Balsam für die Seele, nicht wahr? Aber ich muss auch essen. 5 Ohren, ja, okay. Schaut zu jenem Forste. Seht des Wolfes Freudentanz. Er bleckt froh die Zähne, hüpft und wedelt mit dem Schwanz. Woher kommt dies edle Tier? Warum gebärdet es sich so? Gewiss ist's nicht verheiratet, sonst wär es nicht so froh. Naja. Was ist das? Wo ist Alvin? Eine hiesige Wartier. Das wissen wir doch schon, dass sie die angenommen hat. Wir sprechen. Bis demnächst. Okay. Was kann ich euch bringen? Vesna, vergib mir. Vorerst nichts, aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Ah, ich hab's verspielt bei dir. Seid nicht zornig, nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Vorerst nicht. Wohl kaum. Dann hätte ich Hier, schöner Mann. Nö, ich will gar kein Bier von dir. Leb wohl. Kellnerin. Schankwirt Olaf. Kaufst du was von mir? Ui, der hat noch Bücher, den kennen wir bereits. Kennen wir auch bereits. Ach nee, das sind Sachen, die ich hier zurückgelassen habe, ne? Genau. Ja, her damit. Alles nehmen. Und dann, wo ist er? Der Antiquar, hier. Ich habe noch was, was ich verkaufen kann. Sehr schön. Was hast du gerade noch gesagt? Verdammt. Pech, ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen... Was wie? Mein Blut. Lebt wohl. Dann besuchen wir mal die Hexe Abigail. Die jetzt hoffentlich den Trank fertig hat. Und wir müssten natürlich noch... in die Höhle unter den Mauern. Das Leben in der Armee ist hart. Ich sollte mich sputen. So, sollten hier gerade mal einen Speicherstand anlegen. Wo war der letzte? Der hier, ne? 23.09. Eieiei. Ja, einige Zeit vergangen, über einen Monat. Einfach keine Zeit gefunden. Abigail, hallihallo. Was wollt ihr? Ist der Trank bereit? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben Sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut. Zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Die Bestie ist geboren. Wah! Wah! Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brech die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der 7 Sphären, verlass diesen Körper.
Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Ja, Informationen für den Geistlichen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Nämlich, wir werden uns jetzt erstmal in die Höhle unter der Mauer begeben. Das zeige ich euch beim nächsten Video. Bis demnächst, euer Jojen.